Heute geht es an die vorerst letzte Einrichtung, die wir hier, ja, einzurichten haben. Guten Morgen! Ja, guten Morgen und guten Morgen, Linda. Ah, hallo Niklas. Du möchtest sicherlich einsehen, welche Projekte gerade gebaut werden können. Ja, den Laden. Auf dem Touchscreen siehst du, was dazu gehört. Kannst du dich darum kümmern? Aber sicher. Ein Verkaufsraum. Das wird dann wahrscheinlich ein ähnlich großer, würde ich spontan sagen, wie auch... wobei, ich glaube, da können wir das gar nicht auswählen bei Institutionen und sonstigen Baudingern, was keine Häuser sind. Ich glaube, da ist festgeschrieben, welche Räume es gibt. Aber gut. Sehr schön, dann lass uns doch gleich mal zum Baugelände gehen. Aber sicherlich. Ich antworte gerade noch Virginia. So. Alles klar, hier ist also der Laden. Good, good. Du beginnst am besten damit, dass du das Außendesign festlegst. Wir haben ja alles eher so freundlich und rot am ehesten. Also hier so, das sieht eher so nach einem Café aus für mich. Wobei, ne, nimm den doch. Ich will den mal angucken. Den könnte ich mir sogar vorstellen. Der ist auch nicht schlecht. Ich glaube, der passt am besten ins Stadtbild. Ja, den nehmen wir. Der ist schön. Perfekt. Gut, dann wenden wir uns jetzt dem Grundriss zu. Also haben wir doch Optionen. Okay, schön. Dann wird der sehr groß. So, passt zwar nicht wirklich zum Äußeren, aber egal. Wunderbar, dann lass uns jetzt mit der Planung der Inneneinrichtung fortfahren. Ah, shit, stimmt, ich habe jetzt auch gar nicht, gelernt. Das muss ich noch nach dem Projekt machen. Komplett vergessen. Ich freue mich schon so auf das Ergebnis. Ich mich auch, ich mag Läden. An sich. So, eine Kasse und zwei Warentische. Ja, den können wir eigentlich einrichten wie den Super Nuke. Ich glaube, das ist sogar genau die Fläche des Super Nuke. Das wäre irgendwie cool. Okay, Jukebox brauchen wir, glaube ich, nicht. So, ach, hier haben wir schon. Ah, Kühltruhen. Ah, geil. Ich weiß nicht, ich mag diese Objekte, seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Blumenvitrine, schön. Damals in Let's Go to the City fand ich die schon so gut, ne? Oh mein Gott. Hab's geliebt. Das war auch, glaube ich, ein Item, was man nur in Japan bekommen konnte. Aber keine Ahnung. Es war toll. So Einkaufswagen. Eigentlich braucht man die eher draußen als drinnen, meiner Meinung nach. Aber, ja gut. Ich stelle dir, glaube ich, mal so zwei hin. Ein Display-Tisch, ja, absolut. Das sieht eher aus wie eine Kranken... Weißt du, so... Ach, keine Ahnung. Es sieht eher... Vielleicht packt man eine Leiche drauf oder irgendwas, aber ganz ehrlich, ich finde, ich stelle den mal hier hin, aber ich glaube, ich werde den wieder rauswerfen. Ich baller mich hier auch direkt in Items rein, auch wenn ich mich erstmal um Tapete und Teppich kümmern könnte, oder Boden und Teppich, besser gesagt, aber egal. Warenauslage, das sieht, glaube ich, schon besser aus. Was haben wir hier jetzt noch? Eine Kunststoffauslage. Falls wir irgendwie was richtig Cooles haben. Ladenschild sehe ich hier noch. So ein Arcade-Ding brauche ich jetzt hier nicht drin. So ein Laden wird das jetzt für mich nicht. So, und dann sind wir auch schon bei Tapeten und Teppichen. Alles klar. Gut, dann schauen wir doch erstmal. Was haben wir für Wände? Ja, diese klassischen Mini-Supermarkt. Das sieht doch hier schon richtig klassisch aus. Aber ich glaube, ich würde mal versuchen, mit dem zu gehen. Das ist hier wieder so ein richtiger Noob-Boden irgendwie. Das hier ist mir ein bisschen zu... Das wirkt für mich zu kalt. Ich meine, ja, dann will ich vielleicht den hier nehmen. Der ist noch kälter. Oh, und wir haben einen Beizboden. Noch nie gehört. Aber das ist natürlich auch irgendwie sehr rustikal heimelig, ne? Könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Aber das passt wahrscheinlich mit keiner der vorgeschlagenen Tapeten, sage ich jetzt mal gut zusammen. Da müssten wir dann halt wirklich eher so eine normale Holztapete nehmen, so Richtung Nuke's Cranny. Also die erste Stufe von Nuke. Und ich glaube, die ist ein bisschen, das wäre ein bisschen zu weird. Das hier wäre vielleicht noch irgendwie ganz cool, aber... Ah, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mit so einem klassischen... Also, den hier finde ich ein bisschen doof irgendwie. Entweder das oder das. Ich würde tatsächlich halt die nehmen wollen. Brauche ich nur einen guten Boden dazu. Ich glaube, der ist schon ganz okay. Wobei der halt irgendwie ein bisschen... Da würde ich mich persönlich ein bisschen wohler fühlen, weil das ist halt so dieses typische, ah, Supermarkt, du hier triffst in jedem Gang wieder irgendeinen anderen Typen, der hier mit seinem scheiß Einkaufswagen steht und kommst da nicht durch und so. Und nee, das gibt mir irgendwie schon so Stressgefühle. Das lassen wir lieber mal. So.
Ich glaube, zwei davon sind in Ordnung. Und ich hätte auch irgendwie Lust, hier noch einen Bankautomaten hinzustellen. Auch wenn es so ein kleiner Laden ist, aber... Ich mag das. Erinnert mich so ein bisschen an meine Schulzeit, wo wir mittags halt in der Pause immer zum Rewe gegangen sind. Da war auch so ein tolles Ding. Oder ein Automat. Oder ein Edeka, wo so ein Automat stand. Ich weiß nicht. Habe ich in letzter Zeit kaum noch gesehen. In Läden sowas, aber... Finde ich irgendwie ganz nett. Also die Kasse. Naja, oder wir... Ja. Ist ja die Frage, wo man die Kasse hinmacht. Wir können das auch so ein bisschen wie den Quickie-Mart aufbauen. Aber ich hätte, glaube ich, tatsächlich Lust, hier vorne einfach die Kasse zu machen. Haben wir denn so ein tresenartiges Ding, was man dafür am besten verwenden kann? Eine Kasse haben wir ja schon wegen dem Café. Wegen des Cafés. Jetzt ist aber die Frage, also wir hatten auf jeden Fall so einen großen Tresen, ob der hier stiltechnisch reinpasst. Weiß ich jetzt nicht. Wir hätten natürlich noch diese Rezeption. Das hier ist ein Schreibtisch, einfach nur hier genau so ein Tresen. Den konnten wir, glaube ich, nicht umgestalten, oder? Ach nee, wir hatten das, glaube ich, noch nicht. Oder doch, wir hatten das schon. Ja, dann machen wir doch den eleganten Tresen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man das macht. Och ja. Warum nicht dann hier noch irgendwas hin? Ich hätte halt wirklich gern so ein Item wie so eine Trese mit so einem Klapptisch, sage ich mal, den man halt so wegklappen kann, sowas. Finde ich sehr stylisch. Hätte ich hier sehr cool gefunden. Ich glaube, sowas gibt es sogar. Ich weiß nicht, ob in Happy Home Designer oder in YouLeaf oder wie auch immer, aber ich glaube, sowas gab es sogar. Den Hocker will ich denn jetzt hier dahinter setzen? Keine Ahnung. Ansonsten natürlich der Klassiker Glasscheibe würde immer gehen, aber fände ich jetzt spontan nicht so die super Lösung. Und so will ich das auf keinen, also so. Oder wir müssen da halt wirklich so ein, ja. Ich glaube, ich würde es einfach erstmal so machen wollen. Ist vielleicht das Beste. Ach ja, warum nicht? Warum nicht? Dann ist natürlich die Frage, was macht man hier hinten noch? Oder man macht den Tresen halt doch auf die Seite. Dann kann man halt eine schöne Ecke sich dafür sparen, weißt du? Ach ja, ach ja. Schwierige Entscheidungen. Hier irgendwie so, wir könnten halt hier so direkt den Tresen machen. Das wäre natürlich super. Es bietet sich halt einfach irgendwie an, ne? Ich meine, Einkaufswagen und so kann man trotzdem noch hier machen. Auch wenn es dann schon ein bisschen weiter weg ist. Ach ja, komm, ich glaube, das geht ganz klar. Ich glaube, das machen wir so. Ja, doch, gefällt mir spontan erstmal besser. Gut, Kasse. Stell ich auch schon mal direkt hin. Ich habe nur keine Ahnung, wo das hier drin ist. Ich glaube, das ist definitiv ein Fall für die Suche. Weil da werde ich sonst nicht so schnell, finde ich. So, ah ja, wir hatten noch mehrere. So eine Ladenkasse. Ja, komm, die passt super zur Theke, die nehme ich jetzt sogar. Eher ein kleinerer Laden, ja. So. Okay. Dann ist natürlich die Frage nach Waren. Was stellen wir hier überhaupt aus? Was gibt es hier überhaupt? Das ist ja alles so gärtnereimäßig, ne? Ich meine, wir können auch sowas gärtnereimäßiges machen, aber das so als Abteil stelle ich mir ein bisschen... Oh, Popcorn. Popcorn, ich will Popcorn. Stellen wir auf jeden Fall aus. So, das hier war jetzt was? Hallo? Ein Warenregal einfach nur. Ja, okay. Können wir die customizen? Ja, tatsächlich cool. Allerdings nur die Regalfarbe. Wir können nicht entscheiden, was da drin steht. Das ist eigentlich schade. Sonst sieht das halt so doof aus irgendwie. Na gut. Dann haben wir halt alles Mögliche, aber nicht wirklich viel davon. Auf das würde es im Endeffekt hinauslaufen. Snackautomat. Ist halt nichts, was man eigentlich in einen richtigen Laden dann stellen würde, aber naja, gut. Was soll's? Was haben wir sonst so?
Ein Mini-Gewächshaus. Oh, hier die Puppe auf jeden Fall. Die auf jeden Fall. Na gut, na gut. Alles eher unterwältigend, aber das passt schon. Überwachungskamera natürlich direkt hier hin. Ich glaube, ich mache einfach direkt eine zweite. Hier hinten in die Ecke. So. Ist alles schön safe. Ja, vielleicht in die andere Richtung. So. Sehr gut. Ja, dann müsste ich mich mal durch den ganzen Kleinkram eigentlich wühlen, was man denn so benutzen könnte. Als, ja, Zeug, was man verkaufen kann. Wir haben ja noch diese Barockpuppe. Die könnte man durchaus anbieten. Gemälde, naja, naja. Ich hätte irgendwie Lust auf einen Gyroid. Irgendwo wird ein Gyroid verkauft. So. Was haben wir hier noch für spannende Sachen? Das sind ja alles so Möbel. Genau, wir könnten hier noch so eine Anlage verkaufen, aber spontan noch nicht. Küchengeräte, ja, absolut. Ich verkaufe einen Mixer. Ein Mixer wird bei mir angeboten. Lampen? Lampen sind immer gut. Ja, hier kommt so eine Schachlampe. Gibt's bei mir jetzt zu kaufen. Ne. Falsches Ding. Oh, Geschenkpapier. Auch wenn es eigentlich eher einfach nach Wundertüten aussieht, aber ist auch eigentlich genau richtig. Dekoenten, absolut. Dekoenten sind super. Habe ich auch in meiner New Horizons Stadt immer noch stehen. Käfige möchte ich aus Prinzip nicht verkaufen. Hamster erst recht nicht. Pokale sind jetzt eher nicht so. Ist ein sehr spezieller Markt. Müllbeutel, die gefüllt sind, müssen jetzt auch eher nicht sein. Ja, dann würde ich tatsächlich sagen, müssen wir noch ein bisschen in den Pflanzenbetrieb reingehen. Also da müssen wir doch schon einiges noch an Blumen einfach verkaufen. Wir machen dann doch eine große Blumenabteilung, auch wenn ich es gar nicht vorhatte. Und dann ist es eine halbe Gärtnerei, aber nun gut. Was mir das Spiel halt gibt, ne? Ja, Setzlinge gehen immer, die hat ja auch Tornuk. Haben wir auch sowas wie Briefpapier oder sowas? Ja, auch irgendwie nett, aber ich glaube nicht. Ah, hier, guck mal, Federnelken. Wenn die mir das schon so anbieten, machen wir das. Dann haben wir hier Kaffeebohnenpackung. Ja, absolut. Noch hier Süßigkeiten, jawohl, jawohl. Popcorn haben wir ja schon stehen. Und dann haben wir noch eine ganz nette Warenauswahl, dann brauchen wir nur noch Tische dafür. Und müssen gucken, wie wir die Gartenabteilung genau gestalten. Oh, stimmt, diese ganzen Gerichte gibt es natürlich auch noch. Könnten wir eigentlich auch noch so eine Bäckereitheke, sag ich mal, machen. Dafür haben wir auch sogar ein ganzes, Popcorn-Maschine jetzt nicht, ne. Dafür haben wir sogar noch ein ganzes, hier Regal, so genau, hier so ein Kuchendings da. Eiscreme-Stand, ne. Milchtruhe ist neu, die habe ich noch nicht aufgestellt, okay, her damit. Natürlich nur mit Sojamilch, Hafermilch und Mandelmilch, ganz klar. Ja. Ich überlege tatsächlich hier noch so eine Kuchenvitrine hinzuklatschen, ich merk's mir mal vor. Vielleicht mache ich das, vielleicht auch nicht. Also wenn, dann kommt ihr auf jeden Fall hier auf die Seite. Aber mal schauen. So, jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, ganz viele Items, aber noch nichts zum drauflegen. Wie gesagt, das ist ja, das kann man doch nicht, also vielleicht wirklich für die Gärtnereiartikel. Ja, ich dachte mir, dass das zu groß ist, super. Vielleicht dafür, aber ansonsten sieht das doch einfach doof aus. Das hier ist auch so was Großes, ne, okay. Ich weiß ja nicht, wie man dann erkennt, dass es ein Verkauf ist, aber ist auch egal. So, hier so ein kleines Bouquet-Dings da. So, sehr gut. Können wir das Ding nicht auch umgestalten? Das ist halt so hässlich. Wir können es umgestalten, alles klar. Rosa, blau, schwarz. Oh, guck mal, das sieht doch gut aus. Mit so einer Decke. Das sieht doch gut aus. Mein Gott. Warum gibt es das nur in diesen grässlichen Farben? Oh Mann. Naja, gut. Egal, so. Hinten hatte ich ja schon so ein bisschen Gärtnerzeugs. Ja, jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Ich glaube, den Snackautomaten würde ich dann tatsächlich eher so da hinten hinstellen. So als Art Selbstbedienung, weil da muss man ja nichts hier an die Theke legen. Das ist einfach nur so zum Verkaufen da. So. Dann ist jetzt natürlich. Ja, ich glaube, ich würde diese kleinen. Also die Dinger sind doch auch eigentlich schon ganz cool dann. Aber ich glaube, die hier finde ich sogar noch viel besser. So persönlich.
Das heißt, ich würde damit erstmal versuchen, irgendwie Gänge zu bauen. So, so Tiefkühlsachen und sowas sind ja meistens so in der hintersten Ecke irgendwo. Damit man auch jahrelange zum Ausgang braucht. Nee, keine Ahnung, ich hab das spontan eher so als eher hinten im Laden im Kopf. Ist natürlich auch immer unterschiedlich. Ich glaube, das Warenregal. Ja, also, ich würde halt gern mehrere hinstellen, aber das. Naja. Das ist irgendwie alles nicht so toll bisher. Soll ich da hinten doch erstmal so eine kleine Gartenecke machen? Ich glaube, das mache ich. Und das ist zu hoch. Okay, ist das andere auch zu hoch? Nee, das andere geht. Okay, dann machen wir das doch so. Daneben dann dieses Ding hier, wo ebenfalls Gartenbedarf zeugt dabei ist. Hier dann so einzelne Dinger, die aber zum Verkauf stehen. Ne? Ich hoffe, das erkennt man so. So. Dann nehme ich mir, glaube ich, doch noch so ein Ding hier. Und klatsche dann noch hier die beiden Bäumchen drauf. Dann haben wir alles zum Gartenbedarf irgendwie. Ja, nicht das Popcorn. Manchmal so schwer zu erkennen auf dem Touchscreen. Dann haben wir das alles so erstmal in einer Ecke. Das ist die Frage, Ecke oder halt wirklich die ganze Reihe? Oh mein Gott, ich sollte keinen Laden aufbauen, wirklich nicht. Ich glaube, ich sollte das alles noch einen nach da verschieben. Könnten wir das halt einmal drehen. Dann halt hier so hinstellen. Dann packen wir da hinten noch irgendwas anderes hin. Irgendwas, was aber nicht jetzt so aussieht, als könnte man es kaufen. Das wäre mir halt wichtig, ne? So, ich glaube, das kann man schon machen. Dann packen wir daneben jetzt einfach die beiden Truhen. Oder, nee, erstmal hier so. Da ist dann so Haushaltsmittel drin oder irgendwie so ein Zeug. Die beiden Regale. So. Vielleicht auch noch mehr. Mal gucken. Je nachdem. Hier unten ist dann so Tiefkühlbedarf. So. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir zwar wieder hier unten was, was wir freilassen müssen. Ja, ist eigentlich nicht so schön. Dann machen wir das lieber so. Ja, für die Ecken muss ich mir, wie gesagt, noch was einfallen lassen. Haben wir irgendwas krasseres, irgendein krasseres Gerät vielleicht noch, was ich... Es muss halt trotzdem was für den Tisch sein, was ich auf so einem richtigen Präsentierding hinstellen könnte. Tja... Medizin wäre sicherlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich droppe hier auch schon mal Medizin. Ist jetzt halt alles, also so ein richtiges Knallerangebot, wo man sich so denkt, so, ey geil, das ist voll das geile Item. Das sind dann halt meistens keine Tischsachen, ne? Ja, guck mal, die neue Puppe, ne? Oder das Puppenhaus vielleicht auch. Das ist ja was Größeres. Nee. Das stelle ich doch jetzt einfach mal hier so. Oder so auch auf diesen größeren. Da ist es eigentlich cooler. Und dann nehme ich, glaube ich, auch die Barockpuppe da so hin. So. Und wenn ich die jetzt aber dann hier hinstelle, sieht das gut aus? Ja gut, wie so rum. Ist das gut so? Ja, das wirkt jetzt halt da sehr gequetscht, ne? Also da sollten wir schon noch irgendwas anderes hinstellen. Irgendwie, weiß ich nicht, ein Staubsauger oder irgendwas. Was, wenn wir da so ein Ding nehmen? Da irgendwas drauf platzieren? Jetzt ist die Frage, was? Ein Gyroid vielleicht. Können wir den? Ach, den können wir, glaube ich, ja, den können wir ja gar nicht platzieren. Shit. Tja. Weißt du was, dann mache ich das anders. Nein, das ist, ach Gott, ja. Wenn man die Kamera anders dreht, ne? Dann mache ich einfach hier ein drittes Regal hin, weißt du? Und dann drehe ich die Milchtruhe so um und drehe dann hier das Teil so dahin. Ich glaube, dann sieht das hier alles ein bisschen besser aus, wenn man das so bündig hat.
Oder? Doch, das kann man doch, das kann man doch eher machen. Wobei ich dann da noch Haushaltsdings da daneben stellen würde. In dem Fall dann einen Mixer, so ein Haushaltsgerät einfach. So, was ist jetzt der Mixer? Das hier? Nein, das hier? Ja, tatsächlich, sehr gut. Das passt dann thematisch ganz gut. Wobei dann thematisch da eher die Snacks hinpassen, aber ich habe zu viele Snacks. Ja gut, aber ich glaube, ich gehe dann auf jeden Fall mit diesen Dingern hier. Also eine Lampe. Oh Gott, ich hab zu viel Shit hier einfach schon rumstehen, ne? Eine Lampe vielleicht? Ja, dann doch Haushaltsgeräte. Haushaltsgeräte, komm. Irgendwas finde ich schon noch, was wir da hinpacken können. Eine Mikrowelle oder irgendwas. Irgendwas in die Richtung passt da schon auch hin, komm. Eine Kaffeemaschine? Ja, hier kommt so ein richtig fancyes Espresso-Ding. Können wir auch gestalten. Würde ich gerne in anderen Farbe haben. Passt es besser zum Laden. Hier in schwarz. Richtig edel. So. Das war natürlich wieder das falsche Item. Nee. Wobei, ist eigentlich ganz gut. Ich brauche nämlich noch ein paar Kopien davon. So, das kann sich doch eigentlich schon sehen lassen, die Ecke. Ich mache erstmal weitere Kopien. Ich glaube, das Ding hier, wenn dann irgendwie irgendwo in der Ecke. So, in den mittleren Gängen hier möchte ich eigentlich nur noch diese kleinen Dinger verwenden, nicht mehr diese großen Tische da mit diesen gestreiften Sachen. Dann packen wir hier recht nah am Ausgang, glaube ich, eher so Süßigkeiten und so ein Zeug hin. Voll strategisch hier. So, ach, Deko-Ente habe ich auch noch, stimmt. So, jetzt sieht das hier so ein bisschen gleich aus wie bei Aldi oder Lidl oder so. Wo so schön so ein ganzer Gang immer mit Nippes ist. Mit sämtlichem Shit, den man irgendwie gebrauchen könnte, weiß ich nicht. Bettdecken, Wanderschuhe, weiß ich nicht. Der ganze Kram. Ja, das sieht auf jeden Fall zu gequetscht aus. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Platz. Genau, und da wollte ich jetzt eigentlich noch das Puppenhaus hinpacken. Und die Puppe. Und jetzt habe ich schon wieder kein Ding mehr hier. Mein Gott. Die sind zu schnell belegt, ne? So, und dann hatten wir noch die andere, genau, dieses andere Spielzeug. Dann haben wir Süßigkeiten und Spielzeug, sehr gut. Und jetzt wäre eigentlich noch ein bisschen was für Sonstiges gut. Nur wie machen wir das jetzt? Aha. Könnten das natürlich enger machen, dann hätten wir noch mehr Platz, aber das ist viel zu eng. Das ist viel zu eng. Oder wir drehen das alles so ein bisschen um und... Ja, wobei, wie macht man das denn dann? Das geht ja auch schlecht. Ja gut, aber wir könnten das schon eigentlich machen. Dass wir das so irgendwie machen. In der Mitte dann halt nicht so wenig, nicht so viel. Na, ist auch irgendwie doof. Irgendwie alles doof. Wir brauchen auf jeden Fall noch links und rechts ein paar weitere hier. Ich glaube, das macht das Ganze schon besser. So, hier haben wir anderthalb, das ist in Ordnung, aber ich glaube, wir können da ruhig zwei machen. Ach, Mensch. So. Dann haben wir nicht oben und unten zwei, genau. Und hier machen wir einfach noch einen weiteren dran. So. Da packen wir dann noch die Deko-Ente hin. Und ich glaube, die Wundertüte vielleicht. So. Dann haben wir noch Kaffee und Medizin. Die packen wir hier noch vorne dran. Oder ist das schon wieder zu... Nee, eigentlich nicht. Wir haben hier unten auch noch einen Platz, stelle ich gerade fest. Dann kommt da der Kaffee hin, weil es dann thematisch passt. Ach ja, an sich finde ich das jetzt mittlerweile doch recht nett. Ich glaube, den Guruiden stelle ich noch hier hinten hin. So. Schade, dass man den nirgends draufstellen kann, ne? Das ist schade. Ja gut, dann brauche ich das Ding nicht mehr. Okay. So. Die Kuchenvitrine könnte man schon fast da stehen lassen. Ich glaube, mit der wird es doch nichts, oder? Oder packen wir das doch? Ja doch, das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Wir verschwenden halt nur wieder so viel Platz hier. In den ganzen Thekenbereich. Da müssen wir also schon noch irgendwie so ein Regal hinstellen, so mit, weiß ich nicht, Zigaretten oder so ein Quatsch. Wir haben kaum noch Platz für den Einkaufswagen, ne? Na gut, dann müssen die halt hier hin. Können wir hier eigentlich auch nichts Relevantes mehr hinlegen. Ach, shit, den Guruiden habe ich jetzt gar nicht platziert. Und eigentlich wollte ich es ja auch so machen.
Ach, die Einkaufswägen. Ja, ganz ehrlich, scheiß auf Einkaufswägen, Wagen, wie auch immer. Das ist hier so ein kleiner Laden, da kann man doch alles auf die Hand nehmen hier. Das passt schon. So, vielleicht ein Gyroid hier hinten in die Ecke oder so. Sieht kacke aus wahrscheinlich. Bemerkt man das auch gar nicht. Nee. Dann brauchen wir da irgendwas anderes. Vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, Scheinwerfer haben wir, glaube ich, nicht. Um die Waren schön zu bestrahlen. Ich weiß doch nicht. Wahrscheinlich werden es einfach Pflanzen. Weil was willst du da jetzt sonst großartig noch hinstellen? Ja. Okay. Jetzt sollten wir natürlich nicht unbedingt die gleichen nehmen, die wir verkaufen. Um nicht noch mehr Verwirrung zu stiften. Wir könnten natürlich auch hier noch so eine Reklame hier zumindest hinpacken. Von wegen, hier unten ist quasi eine Glasfront, auch wenn wir wissen, dass es nicht so ist. Aber ja, nö. Ja, weißt du, das ist mir jetzt auch egal, ey. Packen wir da noch eine Zypresse hin. Da hinten auch. Dann reicht das. Oh Mann. Wobei, gerade hier in der Ecke sieht es halt echt beschissen aus, ne? Aber was kann man da anders wirklich hinten? Ein Weihnachtsbaum vielleicht? Das ist Weihnachten. Ich weiß nicht. Wie groß ist der denn? So ein Ding ist nicht groß. Ach komm, wir haben fast Weihnachten. Ich weiß es doch nicht. Es geht vielleicht noch. Aber halt auch nur saisonal. Da muss man es halt dann immer austauschen. Das hier war ja eigentlich eher Outdoor, ne? Eine Metal-Gitarre. Ich bin sehr unsicher, was ich hier noch nutzen soll. Ach, guck mal, wir haben doch einen Standscheinwerfer. Macht der Sinn? Ist der gut? Ach ja, komm, der bestrahlt die hier irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hier ist es vielleicht dumm in der Ecke, weil hier ist eher kühl. Weißt du was, ich glaube, ich lasse das Tannenbäumchen stehen. So. Und die beiden können eben auch gekauft werden, wenn man Bock drauf hat. Ob man das versteht, gut. Dann müssen die Kunden entscheiden. Stimmt, und wir haben jetzt hier noch einen freien Spot. Was haben wir denn dafür noch? Ich habe eigentlich keinen Bock, da hier noch durchzuschauen. Naja. Dosenstab. Ja, hier komm, hier stehen noch Dosen, die reduziert sind. So, viel Spaß damit. Sieht irgendwie ein bisschen fehl am Platz aus, aber ist mir auch egal. Okay. Können wir hier noch irgendwas auf die Theke legen? Kann hier noch irgendwas... Ich würde hier halt auch wieder so Brot oder sowas vielleicht noch anbieten. Hier so ein Kuchen. Bin ich direkt wieder hier im Café, aber was soll's. Ach ja. Was kann man denn am besten hier? Ja, so ein Früchtekorb geht halt immer, ne? Hier ein paar Orangen noch. Eine Obstabteilung haben wir gar nicht, aber ist auch schwer zu realisieren hier in dem Spiel. Ich glaube, dann packe ich daneben noch... Ja, so ein Einmachglas. Ich glaube, das habe ich im Café auch. Ja, doch. Jetzt ist aber trotzdem die Sache, wir brauchen eigentlich da hinten noch was. Und auch da würde ich dann wieder Regale nehmen wollen. Ja, oder, ach komm hier, wir machen jetzt echt einen auf Squishy Mart. Da ist dann noch hier so ein Eisspender. Oder auch Squishy Maschine. Popcorn Maschine vielleicht sogar auch. Was hat man sonst noch in die Richtung? Ich glaube, das war's dann auch fast, oder? Eine Jukebox vielleicht, wenn ich Bock habe. Naja, Popcorn Maschine erstmal, das nimmt schon wahrscheinlich. Ach nee, das ist. Oh, das ist gar keine. Oh, lol, warte mal. Das ist so ein Spielzeugding. Nee, nee, das müsste ja im Verkaufsraum stehen. Aber eine Popcorn-Maschine, da gab es doch diese kleine, oder? Oder habe ich da jetzt einfach die ganze Zeit das da drin gesehen? Das mag auch sein. Ich glaube, es ist so, ja. Shit. Soft-Eis-Lampe. Weißt du was? Ich glaube, ich nehme noch die Soft-Eis-Lampe.
das passt ja auch gut in die Region und stell die hier hin. Dann ist das alles ein bisschen besser. Doch, doch, der Popcorn, wusste ich doch. Ich habe mich nicht verguckt und die ist auch immer in Rot gewesen schon, ja, okay. Dann alles klar. Ja, und dann halt, wie gesagt, einfach noch ein Warenregal oder zwei vielleicht. Ja, dann kommt man da nicht mehr so gut durch. Ich glaube, das ist schon okay so. Mal ein bisschen umsortieren. So, sehr gut. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Sollen wir noch einen Stuhl spendieren? Ja, komm, wir spendieren noch einen Hocker, würde ich sagen. Für lange Arbeitstage. So. Bitteschön. Kommt man zwar nicht mehr in die Popcorn-Maschine ohne weiteres, aber was soll's. Theoretisch besteht die Möglichkeit. So, jetzt natürlich wieder die Frage, die ich mir bei sowas immer stelle. Uhr, sinnvoll oder nicht? Aber so ein Band können wir auf jeden Fall machen hier. Ist halt immer die Frage, ob man Kunden damit quasi... Ja, Kunden sollen die Zeit vergessen, wenn man shoppt. Oder ob man sie unter Druck setzt und sagt so, ey, du musst in 10 Minuten beim Meeting sein, jetzt nimm einfach und kauf. Gibt sicherlich alle möglichen Strategien in die Richtung. Ich glaube, einen Teppich in die Richtung, irgendwas brauchen wir jetzt hier nicht. Könnten den Gartenbereich vielleicht anders auslegen, aber das lassen wir mal, du. Das lassen wir mal. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Könnten wir das nochmal angucken, aber nee. Ja, wie gesagt, das sieht mir alles zu klinisch aus, irgendwie zu... Nee, das regt mich nicht an. Das regt mich nur auf. Fenster haben wir jetzt ja auch gar keine drin, ne? Gut, dann können wir damit sowieso nicht arbeiten. Aber wir können die Türen auch nicht ändern, nein. Weil es keine Zwischenräume gibt, ja, ja, logisch. So, was gibt es denn hier für Sounds? Kaufhausambiente. Ich weiß nicht, will ich eigentlich gar nicht. Will ich ein Kaufhausambiente hier haben? Eigentlich nicht, ich will hier so ein chilliges Ambiente haben. Landambiente. Das ist doch viel schöner. Wer will denn ein Kaufhausambiente haben? Das ist doch einfach nur stressig und hektisch und das möchte man doch nicht beim Einkaufen. Also wirklich nicht. Ja, ich glaube, sonst haben wir auch nicht viel für die Wände, aber wir sind ja auch schon wieder viel zu lange im Bad. Deswegen, das passt schon, glaube ich. Uhren werde ich jetzt nicht aufhängen. Ach stimmt, wir haben noch Decken-Items. Die habe ich auch schon wieder fast vergessen. Ja, hier kommt so ein Infoschild vielleicht. Hey, hallo. Aufhängen. Warum nicht? Macht zwar nicht wirklich Sinn, aber... Ey. Direkt hier am Eingang. Nee. Wenn dann hier so, ne? Ja. Ach ja. Können wir das umgestalten? Ja, tatsächlich. Blatt, Sterni, Toilette. Ja, Toiletten habe ich nicht. Gastronomie, Stoffmuster. Dann mache ich einfach mal Sterni. Und in Weiß. So. Das ist aber eher für die Kasse, ne? Keine Ahnung. So. Hier geht's zum Bezahlen. Nicht, dass man das übersehen könnte, aber... Ach nee, komm, wir machen Sterni draus. Wir machen ein Item draus und... packen das einfach hier so. Hier ist ein Gang. Kannst du reingehen. So. Aber wobei, wir könnten ein Sterni-Ding hier eigentlich hinmachen. Egal, egal. Das bleibt so. Ich wollte nämlich noch Lampen haben. Ventilator verzichte ich jetzt dann doch mal drauf. Jetzt ist die Frage, diese Hängeleuchten oder wirklich wieder diese Rasterlampen? Eigentlich passen auch hier wieder Rasterlampen am besten. Bei ja doch irgendwie... Ich weiß nicht, die machen den Laden auch irgendwie schon ein bisschen... ...bisschen kaputt in gewisser Weise. Oder? Ja, nee, ich finde die eigentlich ganz gut so. Mehr kann ich auch... Was? Wie mehr kann ich aufgestellt werden? Warum das denn nicht? Ja, okay, das müsst ihr mir jetzt mal erklären, was das soll.
Ja, dann will ich die alle nicht. Komm. Im Arsch, ehrlich. Oder wir machen hier zwei so oben irgendwie. Ich wollte das Ding eigentlich nicht drehen. Oh Mann, Kleinigkeiten, Kleinigkeiten hier. Ja, dann hängen wir die genau hier drüber, würde ich vorschlagen. So. Dann sind die Waren schön beleuchtet. Ja, pff. Weiß auch nicht, was das soll. Aber gut. Ja, ich glaube, dann sind wir durch, oder? Ich habe auch gar nicht geguckt, was ich jetzt eigentlich wollte. Kasse und Warentisch. Ja, ja, das passt schon. Bist du etwa schon fertig? Ja, in einer halben Stunde bin ich auch mal fertig. Mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Und wir haben auch immer noch nicht gelernt. Heieiei. Naja, so ist das. Aber ey, ich gebe mir immer sehr viel Mühe. Und ich glaube, wir werden auch niemals rechtzeitig fertig, bis Happy Home Paradise rauskommt. Es ist jetzt nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme heute, 29.10., auch nur noch eine Woche. Das Problem ist, ich kann aber auch nicht irgendwie zwei Parts pro Tag bringen, was ja eine Möglichkeit wäre, weil ich einfach gar nicht so viel aufgenommen habe. Weil heute kam schon der letzte Part, den ich jetzt bis hierhin produziert habe. Ah ja, mal gucken. Denn soweit ich mich erinnere, bekommen wir jetzt noch ein paar weitere Institutionen, Gedönssachen, Gebäude, die wir halt planen können, neben Häusern. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir dann auf diese Abwechselregelung erstmal verzichten und in den nächsten Parts jetzt wirklich erstmal die Gebäude durchziehen, dass wir quasi die Story durchkriegen, bevor wir dann wieder mit Bewohnerhäusern weitermachen. Aber nun gut, mal gucken. Vielleicht entscheide ich mich auch doch anders. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ich warte noch, bis es ein bisschen rausgezoomt ist. Ja, das ist cool. Wobei, hier ist es am besten. Da sieht es nicht so messy aus. Achso, ist eigentlich noch besser. Sehr schön. Also doch, der Laden hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das Krankenhaus hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, den Laden fand ich am coolsten. Und überraschenderweise fand ich tatsächlich das Café am blödesten, weil ich da nicht so krass viel Gestaltungsmöglichkeiten hatte, weil es auch nicht so groß war, weil ich es nicht so groß machen konnte. Ich bin mir sicher, dass er das Geschäftsleben der Stadt bereichern und jede Menge Besucher anlocken will. Ich mache mich dann jetzt erstmal wieder auf den Weg zum Stadtamt. Vielen Dank für alles und bis bald. Ja, jetzt wären wir nämlich theoretisch ja durch. Mit allem, was wir für Melinda machen konnten. Ach ja, vielleicht lade ich ihn sogar mal hoch. Komm, ich lade den mal hoch. Ich guck mal, ob das passiert. Supermarkt. Bitteschön. Oh ja, Supermarkt mit G am Ende, genau. Dann haben wir das auch mal gesehen, auch wenn der Part eigentlich schon viel zu lange ist. Ja, machen wir mal. Ich mag meinen Laden, der ist cool. Auch wenn ich nicht verstehe, warum ich keine vier Lampen aufhängen kann. Ich mag auch diese langsame Musik. Ja, Internet ist wieder super wie immer. Na, wurde gepostet, schön, cool. Ich hätte euch jetzt den QR-Code zeigen können und hättet ihr den offenbar besuchen können, aber naja. In Happy Home Paradise wird es bestimmt auch so eine Möglichkeit geben, da kann man das ja dann machen. Oder ich mache es einfach mal nach dem LP, dass ich einfach mal den ganzen Kram hochlade, falls sich das jemand anschauen möchte. Willkommen zurück. Wie war dein Tag? Apropos, Melinda hat gerade angerufen. Da alle genehmigten Bauprojekte heute abgeschlossen wurden, kommt sie morgen nicht zu uns ins Büro. Ich soll dir ausrichten, dass sie wiederkommt, wenn es neue Genehmigungen gibt. Wenn du also nicht an Einrichtungen arbeiten kannst, dann willst du dafür vielleicht wieder auf Kundenfang gehen? Ja gut, ich werde jetzt sowieso erstmal mindestens einen Tag, wahrscheinlich sogar zwei, Häuser bauen müssen. Also wirklich wieder einrichten, Häuser, Wohnhäuser, bevor ich wieder Einrichtungen machen kann, aber gut, danach würde ich dann, sobald ich Einrichtungen machen kann, immer erst Einrichtungen machen, wahrscheinlich. So. Ich glaube, ich würde heute tatsächlich nochmal die Fotos von Profis dann erstmal angehen wollen. Ah, mit der Kamera. Das ist mit Fotos gemeint. Ja, das ist gut. Das ist sehr cool. Berühre zuerst die Kamera, um die Kamera des schönen Hauses zu aktivieren. Bewege sie dann wie ein Möbelstück auf dem Lageplan umher, um die Perspektive zu ändern. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Mit dem Steuerkreuz kannst du den Winkel der Kamera ändern. Drücke gleichzeitig L und R, um ein Foto aufzunehmen. So einfach ist das. Bist du fertig, kannst du die Kamera einfach in den Mülleimer verschieben. Alles klar. Gut, das ist eine praktische Sache für mein Fotobuch. Und heilige Scheiße, hat der gerade Evil geguckt. Aber nicht zu nah ranzoomen. Okay. Werde ich nicht tun. Beim nächsten Mal richten wir also wieder ein Haus ein. Wenn ihr Bock drauf habt, seid wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.